Willkommen zurück, Leute, bei Gaming Schnecke und Marvel Future Fight. Ja, das heutige Video ist mal ein kleiner Anfängerguide, so eine kleine Beschreibung halt eines Charakters. Das Ganze ist heute der guten Sharon Rogers gewidmet. Kurz vorweg, liebe Leute, wenn ihr das Spiel spielen solltet, habt ihr natürlich auch die Möglichkeiten, das Ganze sozusagen so ein bisschen zu abonnieren und halt Geld zu investieren. Und da gibt es unter anderem halt diesen Part hier. Und zwar melde dich täglich an, um einen biometrischen Datenselektor zu erhalten. Das heißt, ihr investiert 10 Euro im Monat und dann kriegt ihr jeden Tag 20 biometrische Daten. So, der Charakter, den ich euch heute vorstelle, ist halt einer dieser Charaktere, den ihr nur bekommt, wenn ihr diesen biometrischen Selektor halt monatlich holt. Und das ist Sharon Rogers. So, ich möchte gleich vorweg bitte andeuten, dass ich kein Profi-Player bin und wahrscheinlich die Profis, die das Video durch Zufall sehen, sich schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich für einen Scheiß erzähle. Aber ich möchte hier einfach mal einen kleinen Einstieg geben für diejenigen unter euch, die Sharon dabei haben und warum ich persönlich denke, dass sich dieser Charakter auf jeden Fall mehr als lohnt, gerade mit der aktuellen Uniform, die ihr ja gerade hier seht. Ich werde jetzt allerdings, da das ein kleiner Request ist, einfach mal das Kostüm nochmal changen, denn so ist halt das Anfangskostüm von Sharon und damit wird halt gekämpft. Das Ganze, wie immer, für Lord Erickson, ne? Also das ist ein kleiner Guide für dich. Ich zeige dir einfach mal jetzt so ein bisschen, worauf du hier bei ihr achten solltest. Als erstes mal, Sharon ist eine Art Tank-Angriffsklasse. Ich bin mit der wirklich sehr zufrieden und sie zählt mit zu den stärksten Kämpfern zurzeit im Spiel, wenn ihr nicht im Besitz von Thanos, Infinity Thanos oder Odin seid. Daher kann ich euch wirklich empfehlen, solltet ihr Geld in das Spiel packen, dann solltet ihr auf jeden Fall als Anfänger erstmal, Entschuldigung, auf Sharon Rogers gehen. So, gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ihr seht schon hier, Sharon Rogers hat zwei große Fähigkeiten mit am Start. Und zwar als erstes mal den Energieangriff, das könnt ihr da sehen. Ne? Da ist der Energieangriff und dann die physische Verteidigung, genauso wie die Energieverteidigung. Und dann halt darunter sind noch die Fähigkeiten. Wenn ihr mit Sharon anfangt, dann natürlich levelt ihr das gute Stück erstmal, das gute Stück, Alter, die gute Frau, auf Level 60 und seht zu, dass ihr dann halt auch die Beherrschung, sprich die 6 roten Sterne halt am Start habt. Ne? Dann natürlich auch hier links die ganzen verschiedenen Ausrüstungsgegenstände solltet ihr dann natürlich auch erstmal hochpowern. Das, was ihr jetzt hier rechts seht, wo drüber steht, Odins Segen, das hier. Das hat euch jetzt als Anfänger da draußen noch gar nicht zu interessieren. Da werdet ihr sowieso jetzt noch nicht so weit hinkommen. Na, das heißt, das kommt später dazu. Da kann ich mal gerne, wenn ihr möchtet, ein extra Video zu machen. Aber ich bin da jetzt auch noch nicht so extremst drin und habe mich da so vertieft halt in die gesamte Uro-Ausrüstung, so wie es heißt. Ne? Also wichtig für euch ist erstmal, macht auf jeden Fall links die gesamte Ausrüstung auf Level 20. Und das ist sehr zeitintensiv für euch. Ne? Ihr müsst nämlich dann halt auch irgendwann wieder biometrische Daten von Sharon Rogers farmen oder halt durch die 20 täglichen Sachen zusammenkriegen. Sonst habt ihr da keine Möglichkeit, irgendwann das Ganze auf 20 zu kriegen. Aber das ist halt mit jedem Charakter so. Nur Sharon halt, wie gesagt, könnt ihr nur durch die Selektion der täglichen, des täglichen Abos halt sozusagen haben. Ne? Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt mal für den guten Erik. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Sternenlichtlanze. Ich muss das Ganze allerdings jetzt mal kurz für ihn ändern und das Kostüm changen, damit er seine Sharon sozusagen hat. Na, so, das ist die gute Frau hier. Mit dem Kostüm, mit dieser Uniform. Das ist halt das, was wir als erstes haben. So, jetzt haben wir hier die Energieexplosionslanze. So, du siehst oben zwei Stats, die sind in orange gehalten. Das heißt, das sind die, auf die du dich am meisten hier bei dieser Waffe oder diesem Ausrüstungsstück konzentrieren solltest. Ne? Angriff hoch, kritische Chance hoch. Wenn du jetzt später diese Uro-Verstärkung hast, jetzt gehe ich da trotzdem mal rein, ich bin nur bescheuert, kannst du dann halt für dieses jeweilige Teil halt diese Sachen dann noch hochpowern. Ne? Hier zum Beispiel jetzt die kritische Chance
und dann hier ausweichen und kritische Chance nochmal hochgepowert. Das ist später wichtig, halt, wenn du Odins Segen mit der Uro-Ausrüstung machen möchtest. Du siehst ja hier, ne, jedes einzelne Rüstungsstück hat verschiedene Fähigkeiten. Ne? Hier zum Beispiel ist dann die Verteidigung und die Crit-Chance hoch. Hier das Angriffstempo und Fertigkeiten-Abklingzeit. Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Stat. Ne? Den solltet ihr auch mal im Auge behalten. Und das hier oben, der allererste orangene Punkt, ist eigentlich das, worauf ihr wirklich immer irgendwie gehen solltet, wenn ihr könnt. Die Verteidigungsdurchdringung, die sogenannte Defense Penetration auf Englisch genannt. Da, denke ich mal, werden mir einige beipflichten und sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr alle Rüstung auf 20 habt, das ist schon mal gut, solltet ihr natürlich auch zusehen, dass ihr hier eure Fertigkeiten alle hochknallt. Ne, so hoch es geht, halt Stufe 6 ist bei den meisten das Höchste. Der obere Punkt hier oben ist natürlich jetzt für die Ebene 2 Beförderung halt nochmal selbst ein extra Teil, den könnt ihr aber auch nicht leveln. Da seht ihr zum Beispiel, wenn ihr Sharon jetzt auf Ebene 2 packt, Anwendung auf sich selbst, Fertigkeiten, Schaden um 45% erhöht, plus Bonusschaden um 20% erhöht, erlittener Energieschaden plus 30% verringert und physischer Schaden plus 30% verringert. Das heißt, es lohnt sich unglaublich, meiner Ansicht nach, Sharon auf die Ebene 2 zu packen. Weil das ist echt, das sind geniale Zahlen, da bin ich echt sehr zufrieden mit. Ja, ihr müsst halt, wie gesagt, das Ganze dann hier erstmal versuchen zu leveln. Das geht wirklich sehr ins Geld für euch Anfänger da draußen. Also da werdet ihr wirklich eine Menge Zeit mit in Anspruch nehmen. Wichtig ist dann aber auch unter anderem ISO 8. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht wirklich das perfekte Set. Bitte tut mir einen Gefallen und setzt da nicht wahllos jetzt irgendwelche Steine rein, sondern versucht einfach irgendwie hier oben, seht ihr das, den sogenannten Set-Bonus zu aktivieren. Ne? Bis zu 8 Stück, das geht. Wichtig ist auf jeden Fall auch hier wieder, ihr seht das hier unten, die Verteidigungsdurchdringung. Packt irgendwas mit Verteidigungsdurchdringung auf jeden Fall rein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann könnt ihr am besten noch das Set-Teil, wie heißt es denn jetzt auf Deutsch, es heißt auf Englisch auf jeden Fall I am also Groot. Das solltet ihr euch auf jeden Fall versuchen zu holen, weil dann gab es da nochmal so einen kleinen Heilfaktor mit drin. Aber halt, wenn ihr was mit Verteidigungsdurchdringung habt, das ist hier zum Beispiel jetzt 8,1% mehr, könnt ihr da eigentlich schon nichts falsch machen. Ne? Aber wie gesagt, ihr könnt euch leider diese Set-Boni nicht selber aussuchen. Das geht leider nicht. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr das Set ändern wollt, das Ganze zum Rollen bringen. Moment, ich will jetzt keinen Scheiß bauen. Da müsst ihr halt, ihr könnt bis, glaube ich, zu 8-mal oder 10-mal rollen und dann habt ihr durch Zufall irgendwie was, was gerade eurem ISO 8 entspricht, was in eurem Inventar ist. Ne? Also egal, Hauptsache ihr habt erstmal irgendeinen Z-Bonus als Anfänger, ihr könnt das später natürlich immer nochmal ändern und dann hoffen, dass ihr halt euer ISO 8 halt sozusagen verbessert. Ihr seht jetzt auch links in Sachen ISO 8, das erste, was wir hier haben, das ist der hier. Der ist jetzt komplett hochgepowert. Ne? Das ist ähnlich wie bei eurem Charakter. Ihr habt 6 Sterne und die 6 Sterne könnt ihr dann nochmal sozusagen wie bei der Beherrschung auf Rot packen. Das ist auch sehr wichtig. Das könnt ihr dann halt, indem ihr die ganzen ISO 8 Steine hier, zum Beispiel jetzt der zweite, auf plus 5 packt und dann einen weiteren auf plus 5 packt und die dann verschmelzt, damit ihr halt einen stärkeren zusammenkriegt. Ne? Also wie gesagt, die ISO 8 Sachen könnt ihr auch halt noch verbessern. Ich zeige euch das vielleicht mal gerade an einem Charakter, den ich jetzt vielleicht noch nicht so mit ISO 8 vollgebaut habe. Hier, Captain zum Beispiel. ISO 8. Hm, genau, hier mal ein schönes Beispiel. Wir haben hier jetzt zum Beispiel rechts unten den goldenen. Ne? Da könnt ihr sehen, ihr könnt das Ganze noch verbessern. Macht das unbedingt. Ich gehe da jetzt mal rauf, verbessern. Dann haben wir hier oben verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit den verschiedenen Steinen. Die könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, benutzen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, durch das tägliche Teamspiel solche Scheine hier zu kriegen. Das sind dann halt ISO 8 des Wachstums. Ne? Die sind halt rein dafür da, um euer ISO 8 halt zu verbessern. Die wählt ihr jetzt mal aus. Na, da seht ihr schon, da geht jetzt die Auswahlleiste hoch. Die Levelleiste hier in dem Bereich. Na, ihr seht aber auch schon, das geht natürlich schon wieder ordentlich ins Geld. So, und dann machen wir das Ganze so. Und das könnt ihr dann halt bis zu... Ach, sogar einen Erfolg gekriegt. Habe ich noch gar nicht gemacht heute. Dann könnt ihr das Ganze halt bis... bis Level plus 5 für den jeweiligen ISO-Stein ransetzen. Ja, und ihr seht schon, bei dem ISO dauert das ewig. Wenn ich jetzt mal hier so eins nehme, ne, ein 4 Sterne, würde ich euch raten, macht die nicht weg, behaltet die.
ganz ehrlich, behaltet die, dann nehmt lieber hier so 3-Sterne-Sachen. Na, da habt ihr da mehr von 4-Sterne-Sachen generell behalten. Ihr könnt sie immer mal für euren Charakter gebrauchen. Und dann levelt ihr halt sozusagen euer ISO hoch. Da haben wir es. Plus 1. Und ihr seht dann auch schon, da verändert sich die kritische Chance von 176 auf 181. Na, und jedes kleine Prozentchen ist natürlich viel wert auf jeden Fall. Jo. Ansonsten, charaktertechnisch bei Sharon ist das jetzt halt noch sehr interessant, wenn sie ihre zweite Uniform hat, die jetzt gerade durch das Guardians Update gekommen ist. Na, und das finde ich ist noch mal um einiges genialer. Wir haben hier die Kostümoptionen. Und ihr seht schon, ich bin jetzt gerade dabei, das Ganze zu verbessern. Das ist jetzt sozusagen die neue Uniform. Na, und die Uniform hat im Gegensatz zur alten Uniform hier nochmal einige Verbesserungen. Ihr seht jetzt hier Captain Americas 75-jähriges Jubiläum, bla bla bla. Und da steht dann halt noch Helden können, hier steht das, Helden können stärker werden, indem sie bessere Kostüme tragen. Und ihr seht, da ist nichts. Ne, das ist jetzt so die Grundform von Sharon, die ihr kriegt, die trotz alledem sehr stark schon ist für Anfänger. Aber wenn wir jetzt mal auf das neue Kostüm gehen, ne, da seht ihr schon, da ist was dazugekommen. Ne? Ihr seht hier zum Beispiel Angriff alle plus 12%. Verteidigung plus 12 und Ausweichen ist nochmal plus 478. Das ist nicht gerade wenig, muss ich euch gestehen. Na, ihr seht auch hier dann bei den Kostümoptionen, dass hier noch einige Slots frei sind und das Kostüm halt immer stärker wird. Problem ist jetzt nur für die Anfänger unter euch, ihr müsst, um euer Sharon-Kostüm abzugraden, ein Kostüm eines anderen Helden haben, ein Alternativkostüm. In diesem Fall für die erste Variante musste ich vom Punisher das Noir-Kostüm haben. Jetzt brauche ich allerdings, um die Kostümverbesserung auf diese Stufe zu machen, seht ihr das hier, Angela, in ganz neu, ganz anders das Kostüm. Das habe ich nicht. Hinzu kommen dann auch hier wieder, ihr seht das, biometrische Daten von Sharon Rogers, dann jeweils noch mal ein paar Steinchen, ein paar Neunsteine. Und dann halt diese Kostümverbesserungssets. Die kriegt ihr aber einfach so. Ich denke mal, dass im Laufe des Spiels werdet ihr an einige rankommen. Das ist schon völlig okay. Ne? Und ja, das ist halt so das, was wichtig ist. Ne? Ich benutze auch mittlerweile diese Uniform, weil die ist echt unglaublich gut. Die ist wirklich sehr nice und macht Sharon wirklich nochmal zu einem ganz starken Charakter. Jetzt zeige ich euch mal eben kurz. Wir gehen nochmal auf das alte Kostüm zurück. Weil das ja, wie gesagt, mal für die Einsteiger so ein bisschen ist. Ich gehe auf die Kostümliste. So, ausrüsten. Und ihr könnt ja dann halt auch hier bei Fertigkeiten in die Fertigkeiten-Vorschau gehen. So, wenn wir in die Fertigkeiten-Vorschau gehen, kommen wir in eine Art Trainingsraum. Da könnt ihr euch das Ganze mal genauer angucken, wie euer Charakter sich spielen lässt und alles, ne, wie er gegen verschiedene Horden klarkommt. Das zeige ich euch mal hier. So, da ist jetzt Sharon. Na, ich lasse jetzt mal die KI aus. Wir können jetzt hier mal ein bisschen laufen und alles. Wir haben natürlich jetzt verschiedene Fähigkeiten von Sharon. Ihr seht auch schon, um Sharon herum ist eine Bubble. Das heißt eine Schutzblase. Ne? Da kann euch nicht viel passieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal diese Fähigkeit. Da knallt sie schon mal ordentlich rein. Ihr seht, 2 Treffer, 3 Treffer. Das läuft schon alles soweit ganz gut. Ne? Da könnt ihr euch schon mal nicht beschweren. Es gibt natürlich dann noch die starken Attacken, so wie diese hier. Das ist wirklich eine richtig fiese. Ne? Könnt ihr übrigens bei einigen Bosskämpfen sehr gut benutzen. Denn in diesem Spiel gibt es ja etwas, was sogenannte Iframes genannt werden. Das heißt, das sind Fähigkeiten, die vom Gegner nicht erwischt werden können. Ich mach mal die KI an. Jetzt greifen sie mich natürlich alle an. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinstürme, können sie mich noch erwischen. Aber sobald ich in der Luft bin, kann man mich nicht mehr erwischen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Genauso wie der hier. Das ist auch ein Iframe. Na, da können sie mir also auch nichts haben. Und ihr seht auch schon, das ist unglaublich stark. Na, und solltet ihr auf jeden Fall immer mit dabei haben, wenn ihr kämpft. Na, ich hab's ja sowieso immer mit dabei, jedenfalls. Auf jeden Fall, diese Iframes sind sehr wichtig, gerade auch, wenn wir jetzt vielleicht mal einen Gegner haben, der gerade irgendwas Fieses auf dem Boden spawnt, dann macht ihr das hier. Dann weicht ihr in dem Sinne komplett dieser Attacke aus und die kann euch nicht erwischen. Das ist sehr, sehr wichtig, diese Iframes. Ne? Also daher achtet so ein bisschen drauf. Es bringt euch nichts, wenn ihr Charaktere habt, die einfach nur richtig stark sind und ja sozusagen raufhauen, aber dann sowieso keine Iframes haben und dann trotz alledem immer bei Ausführung von irgendwelchen Attacken komplett getroffen werden. Ich will euch jetzt mal ein kleines Beispiel zeigen. Das Video wird heute ein bisschen länger, aber das ist jetzt auch egal. Mein Favorite Char und wirklich einer der Charaktere, den ich euch mehr als ans Herz legen kann, ist definitiv momentan die Enchantress.
Die Enchantress ist einfach ein Biest. Die ist unglaublich genial, denn sie hat die Möglichkeit, die Gegner zu stunnen. Das heißt, die schlafen, können sich kurzzeitig nicht bewegen. Dann kann sie durch einige Iframes natürlich auch noch viel ausweichen. Und sie heilt sich selber. Ich zeige euch das. So, KI ist an. Jetzt passiert natürlich gar nichts, warum auch immer. KI sollte eigentlich mich angreifen. Ich greife sie jetzt mal an. Das hier zum Beispiel. Na, so, das ist ein Iframe gewesen. Das heißt, sie schwirrt um ihre Gegner rum. Na, da können sie mich jetzt nicht erwischen. Jetzt schaut mal dieses rosa Symbol, was auf der 2 ist. Das ist die geilste Attacke von ihr. Damit schlafen erstmal alle. So, jetzt kannst du angreifen mit ihr. Richtig schön jede Attacke reinknallen. Und die gute Enchantress fängt dann auch noch an, sich nebenbei zu heilen. Und sobald diese Fähigkeit wieder oben ist, na, gleich wieder spammen und dann sind die gleich wieder alle gestunt und ihr könnt einfach ganz gechillt solche Gruppen komplett hier auseinandernehmen. Und ihr seht da schon, die haben keine Chance. Da könnt ihr wirklich komplett reinhauen. Die Enchantress ist wirklich sehr zu empfehlen neben Sharon Rogers. Und wenn ihr die Möglichkeiten habt und soweit seid, dann könnt ihr euch vielleicht sogar die Enchantress holen. Ganz ehrlich, die ist echt der Wahnsinn. Na, aber das ist halt sozusagen das mit den Iframes. Diese Attacke hier zum Beispiel könnt ihr auch als Ausweichen nehmen, weil ihr seht ja, wenn die Enchantress jetzt diese Attacke macht, sie steht jetzt zum Beispiel, sagen wir mal hier, und vor euch steht ein großer Gegner. Ich nehme jetzt mal das Beispiel beim Allianzkampf, das Ice Beast. Das Ice Beast hat eine Attacke, die sich auflädt, dann verfärbt sich das Viech so ein bisschen weißlich und fängt an zu flimmern. In dem Augenblick könnt ihr diese Attacke hier machen und dann steht ihr automatisch hinter dem Ice Beast, stunt das Beast, seid wieder vorne und greift wieder voll komplett an. Ne? Das ist halt so eine Spielmechanik, die mit der Enchantress wirklich sehr, sehr gut geht. Ja, nur einfach nur, um uns zu zeigen, wie das Ganze mit den Iframes generell so gemeint ist. Ne? Das ist so meine Auffassung davon. Jo, und ansonsten mit Sharon halt, wie gesagt, ihr habt da wirklich sehr, sehr viel Kraft. Die haut wirklich ordentlich rein und dann auch gerade mit dem... ja, mit der neuen Uniform ist die wirklich unglaublich gut. Ihr seht schon, ich habe es trotz alledem noch nicht geschafft, ganz Kapitel 12 durchzukriegen, weil das ist unglaublich schwer mittlerweile für mich sogar. Aber hier in diesem Bereich zum Beispiel, da hauen wir schon ganz gut rein. Ich zeige euch das mal eben hier beim guten Ymir. Dann nehmen wir jetzt mal Sharon nur in der normalen Uniform. Na, das zeige ich euch jetzt mal, da gehen wir mal kurz rein. Da könnt ihr mal sehen, was die eigentlich schon ganz gut drauf hat, denn die hält wirklich schon was aus. Daher, wie gesagt, rate ich euch, schnappt euch Sharon Rogers, wenn ihr könnt. Und ja, wie gesagt, dieser Charakter hat mich sehr weit gebracht in dem Spiel. Ich bin ja auch nur ein Casual-Gamer. Ich bin jetzt kein extremer Profispieler, aber Sharon Rogers hat wirklich richtig reingehauen. So, schaut mal. Allein die Zahlen, die jetzt droppen, sind natürlich für die Profis eher lächerlich, aber Sharon haut rein. Durch diese Attacken seht ihr das auch. Sharon springt nach oben. In dem Augenblick friert aber auch dann der Bildschirm ein. Also die Charaktere, eure Gegner bewegen sich nicht. Das ist ein Iframe. Das ist sozusagen, ja, es wird eingeframed, eingerahmt. Das Bild bleibt stehen, nur euer Charakter bewegt sich. Euch kann nichts passieren. Ja, seht ihr das? Wenn sie jetzt diese Sprungattacke macht, bleibt alles stehen. Sowas ist sehr wichtig. Ja, und sie springt hier wirklich hin und her und knallt so viel Schaden raus, wie sie nur kann. Ja, und hat immer diese Schutzbubble. Diese Schutzbubble ist, glaube ich, sogar von ihrer Anführerfähigkeit, kann ich euch jetzt nicht sagen. Auch wenn ihr jetzt vielleicht einen Lieblingscharakter habt und Sharon halt dabei haben wollt, packt sie trotzdem als Anführer rein, denn diese Anführerfähigkeit gibt euch immer noch mal eine Art extra Schutzschild, extra Block. Da kann euch da nicht zu viel passieren. Gut, der gute Emi hier wird mir wahrscheinlich jetzt gleich den Hintern versohlen, aber ich habe hier natürlich dann als Secret Weapon die Enchantress mit dabei. Aber hier, natürlich sofort locker geschafft. Ne? Und das ist halt so, was ich euch raten kann. Das ist wirklich ein geniales Team. Wundert euch nicht, warum hier der nette Herr daneben rechts noch steht. Ich level ihn gerade. Der muss halt mal noch ein bisschen nach oben kommen. Ich brauche das Ganze, um halt... ja, mal ein bisschen bei, ich glaube, Dormammu weiterzukommen. Ja, also ihr seht schon, das ist wirklich eine nette kleine Geschichte mit Sharon Rogers. Ne? Ja, mehr möchte ich euch aber eigentlich auch schon gar nicht zeigen. Ich möchte das Video nicht zu lang machen. Guckt es euch einfach an. Versucht da ein bisschen mit klarzukommen. Ich werde das jetzt hier mal abbrechen kurz, wenn ich es dann kann. So, verlassen. Und ja, ansonsten noch wichtig für euch Anfänger vielleicht, denkt an die Karten. Na, ich vernachlässige die Karten persönlich leider auch immer noch viel zu sehr. Ich bin doch echt ein Idiot. Diese Karten hier, das sind jetzt wirklich keine tollen Karten. Ne? Also ich muss noch mal gucken, mir fehlen noch ein, zwei gute Sachen. Aber diese Karten halt haben verschiedene Werte.
Zum Beispiel Loki. Loki ist übrigens eine der Karten. Holt euch unbedingt diese Karte, macht die sehr hoch. Da sind einige tolle Sachen bei. Auch hier seht ihr wieder, ist die Verteidigungsdurchdringung. Ne? Das heißt, diese Karten sind mit dabei, euch auch nochmal weitere, ja, sozusagen Buffs zu geben, neue Stärke, Abklingzeit der Fertigkeiten und alles. Zum Beispiel, wenn ihr die Abklingzeit der Fertigkeit benutzt und dann die Enchantress habt. Stellt euch mal vor, eure Einschläferungsfähigkeit wird von der Aktivierungszeit ja immer kürzer. Das heißt, ihr könnt ihn spammen und spammen und spammen und spammen, wie ihr fröhlich seid. Daher ist auch die Abklingzeit natürlich sehr wichtig. Ne? Auch hier von dem Punisher. Verteidigungsdurchdringung ist natürlich auch wieder drin. Das ist schon wirklich ein sehr wichtiger Aspekt. Ne? Auch hier wieder Verteidigungsdurchdringung. 8% nochmal mit drauf. Ne? Also vernachlässigt mir bitte nicht die Karten, auch wenn ihr jetzt das hier nicht als Referenz sehen solltet, weil ich bin da halt auch nur, wie gesagt, ein kleiner Casual Gamer. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich wollte euch das einfach nochmal kurz zeigen für diejenigen, die das Spiel gerade angefangen haben. Für weitere Infos etc. gibt es auch noch einige nette YouTuber, die das Ganze eventuell auch mal machen. Es gibt auch ein paar Gruppen auf Facebook zum Beispiel, wo ihr mal reingehen könnt. Da gibt es wirklich einige geniale Profis, die auch sogar Videos dazu machen, glaube ich, mittlerweile. Und euch einfach mal zeigen, wie ihr eure Charaktere am besten aufbaut, wenn ihr soweit seid und wie ihr dann halt das Beste daraus machen könnt. Ja, das soll es gewesen sein, liebe Leute, etwas länger heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ansonsten hoffentlich wie immer im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.